Die Präsentation des Golf 8 Facelift rückt näher und könnte sogar noch 2023 über die Bühne gehen. Aktuell haben die neuen Generationen von VW Passat und Tiguan Vorfahrt, danach soll dann der überarbeitete Golf präsentiert werden. Trotzdem gibt es jetzt schon eine Handvoll Infos und Fakten, die ich für euch zum Golf 8.5 zusammengetragen habe, und ein Schmankerl aus der Gerüchteküche ist ebenfalls mit dabei. Wie für ein Facelift typisch werden die Wolfsburger Designer die Front- und Heckpartie am Exterieur des Golfs auffrischen. Für manche ist das, was wir bisher gesehen haben, selbst für ein Facelift zu wenig. Andere sagen wieder, lieber behutsamer auffrischen als zu radikal ans Werk gehen. Was sagt ihr? Wird das Facelift zu wenige optische Änderungen mit sich bringen oder passt das ganz gut aus eurer Sicht? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Was man auf jeden Fall erkennen kann, ist der deutlich größere Lufteinlass im unteren Bereich der Frontschürze. Auch wenn der Erlkönig noch manche Details verbirgt und diverse Quellen und Automagazine meinen, dass das, was wir hier sehen, schon so gut wie das finale Design der Frontschürze darstellt, denke ich, dass die Hersteller mit solchen Beklebungen bewusst falsche Fährten legen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der aufgefrischte Golf an den Seiten große Airkörtenöffnungen bekommen wird, was dazu beiträgt, den Luftwiderstand zu senken. Und somit bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das final dann auch beim Golf Facelift sehen werden und sich die Airkörtenöffnungen hier am Erlkönig noch hinter den Folierungen verbergen. Gut zu erkennen sind auch die überarbeiteten Scheinwerfer, die nun noch schmaler zusammenlaufen und etwas kantiger ausfallen als bisher. In der Top-Version wird es sich hierbei um die IQ-Light Matrix LED-Scheinwerfer der zweiten Generation handeln, die neben einer besseren Ausleuchtung und einer Erweiterung des Funktionsumfangs auch noch präziser maskieren sollen. Aufgrund des Erlkönig-Fotos habe ich mich mal dran gemacht und eine mögliche Variante des kommenden Golf GTD zusammengebastelt, die aus meiner Sicht so aussehen könnte. Wie würde euch das gefallen? Schreibt mir eure Meinung dazu mal gerne unten in die Kommentare. Eine weitere Neuerung betrifft das Frontradarmodul. Dieses wandert nun wieder nach unten in die Mitte des Lufteinlasses. Und über dem Frontradarmodul kann man eine weitere Neuerung erkennen, die es beim Golf bisher noch nicht gab. Worum es sich dabei genau handelt, werde ich auch noch später im Video verraten. Werfen wir mal einen Blick an das andere Ende des Golfs und am Heck werden wir dann eine leicht überarbeitete Schürze und neue Rückleuchten vorfinden. Und auch für die Heckansicht habe ich eine mögliche Variante vorbereitet, viel mehr wird es dann wohl nicht mehr geben. Sichtbare Auspuffendrohre beispielsweise wird es wieder nur für die leistungsstärkeren Varianten geben. Apropos Leistung, bevor wir zu den Motoren und Antrieben kommen, werfen wir noch einen Blick in den Innenraum, denn da wird sich einiges ändern. VW wird im Golf Facelift ein neues und deutlich größeres Zentraldisplay verbauen, welches die Bedienung noch einmal deutlich verbessern soll und 12,9 Zoll messen wird. Ebenfalls neu werden die nun endlich beleuchteten Slider unterhalb des Zentraldisplays sein, mit denen man die Temperatur für die Klimatisierung und die Lautstärke regeln kann. Dazu kommt dann noch ein beleuchtetes Feld zum Ein- und Ausschalten des Systems. Und wie der Innenraum des Golf 8.5 in etwa aussehen wird, habe ich euch auch hier zusammengestellt. Das Tastenfeld mit den Schnellzugriffen und dem Warnblinker wird vermutlich ebenfalls nach oben wandern und den Platz für eine dritte Zentrallüftungsdüse freimachen. Zumindest könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Was meint ihr? Was das Infotainment selbst angeht, wird Volkswagen eine nochmals überarbeitete Version im Facelift bringen, welche nach dem Upgrade von Ende 2021 nochmals Verbesserungen in der Menüführung sowie Performance des Systems bringen soll. Zudem soll der Golf mit dem Facelift im Interieur qualitativer anmuten als bisher, ein Kritikpunkt von vielen, den die Kunden in der Vergangenheit äußerten. Dazu greift Volkswagen schon ab der Basisversion zu wertigeren Textilien und Oberflächen, die zu 100% aus recyceltem Material bestehen werden. Ebenfalls ein fixer Bestandteil sollen die zurückgekehrten physischen Tasten der Lenkradbedienung bleiben. Bei den Assistenzsystemen gibt es viele alte Bekannte, wovon manche eine überarbeitete Version bekommen, und auch ein paar neue Systeme sollen im Golf 8.5 Einzug halten, die bisher nur Modellen ab der gehobenen Mittelklasse vorbehalten waren. Zum Beispiel der intelligente Parkassistent, welcher bereits im Touareg zum Einsatz kommt und den auch der neue Passat sowie der neue Tiguan bekommen werden.
Mit ihm kann man dann seinen Golf künftig via Smartphone-App aus- und einparken, das Ganze inklusive Lenkeinschlagsteuerung. Des Weiteren soll der runderneuerte Golf gegen Aufpreis die neueste Generation des adaptiven Fahrwerks DCC bekommen, welches nun DCC Pro heißen wird und über zwei Ventildämpfer verfügt, die eine noch feinere Abstimmung für jede Fahrsituation gewährleisten sollen. Und beim zuvor angesprochenen neuen Detail über dem Frontradarmodul handelt es sich um eine neue Frontkamera, die Bestandteil des Area View Systems ist, welches die Wolfsburger nun auch erstmals im Golf anbieten werden. So, kommen wir nun aber zu den Antrieben, denn da wird sich einiges ändern, vor allem bei den Plug-in-Hybrid-Modellen. Und wenn dir das Video gefällt, dann gib ihm doch bitte einen Daumen hoch, da wäre ich dir auf jeden Fall sehr dankbar. So, die Plug-in-Hybrid-Modelle beim Golf 8.5. Der altehrwürdige 1,4 Liter TSI hat nun endgültig ausgedient und wird mit dem Facelift des Golfs in den verdienten Ruhestand geschickt. An seiner Stelle setzen die Wolfsburger nun auch beim überarbeiteten Golf auf den neuen 1,5 Liter TSI Vierzylinder aus der EA211 Evo Baureihe. Dieser leistet 150 PS und wird an die überarbeitete Version des HEM80 Evo Elektroantriebs gekoppelt. Somit ist in der Basis eine Systemleistung von bis zu 158 kW bzw. 215 PS möglich. Dazu gibt es dann neue Batterien, die in ihrer größten Ausbaustufe bis zu 25,7 Kilowattstunden Kapazität aufweisen soll. Damit soll der Golf künftig eine rein elektrische Reichweite von über 100 Kilometer erzielen können. Fraglich ist allerdings, ob es die große 25,7 Kilowattstunden Batterie dann auch beim herkömmlichen Plug-in-Hybrid-Golf geben wird oder dieser nur dann dem Golf GTE vorbehalten ist, denn den Golf GTE wird es ebenfalls wieder im Facelift geben und dieser wird dazu auch noch einen Leistungsplus bekommen. In Kombination mit dem gerade genannten größeren Lithium-Ionen-Akku wird die Systemleistung des neuen Golf GTE von bisher 180 auf 190 bis 200 kW steigen, was in PS eine Leistungssteigerung von bisher 245 auf 258 bis 272 PS ausmachen wird. Was dann genau im Golf zum Einsatz kommen wird, ist noch nicht ganz klar, aber in dieser Leistungsspanne wird sich der neue Golf GTE bewegen. Beim Golf GTI wird es, wenn dann nur eine leichte Leistungssteigerung geben, mehr als 250 PS wird sich im Standard Golf GTI wohl nicht ausgehen. Es kann durchaus auch sein, dass er weiterhin 245 PS leisten wird, gleiches gilt dann auch für den GTI Club Sport und den Golf R wird Volkswagen vereinheitlichen und dann generell mit 333 PS anbieten. Etwas weniger Leistung wird der Golf GTD bekommen. Den bietet Volkswagen ebenfalls auch wieder beim Facelift an, allerdings wird dessen Leistung aufgrund der erneut strengeren Abgasnormen von 200 auf 193 PS sinken. Des Weiteren wird es dann noch drei Benziner und zwei weitere Diesel geben. Die Basis beim überarbeiteten Golf bei den Benzinern wird der 1 Liter Dreizylinder TSI mit 110 PS sein, darüber gibt es dann zwei 1,5 Liter Vierzylinder TSI mit 130 und 150 PS. Alle drei TSI wird es sowohl in der Standard- als auch Mild-Hybrid-Ausführung als E-TSI und 48 Volt Bordnetz geben. Bei den Dieselmotoren setzen die Wolfsburger dann wieder auf den altbekannten 2 Liter Vierzylinder TDI, der in der Basis 115 und alternativ 150 PS leisten wird. Kenner werden bemerkt haben, dass sich bei den gerade genannten Varianten, was die Leistungsdaten angeht, quasi nichts ändern wird. Zumindest offiziell, denn aus der Gerüchteküche wird gemeldet, dass VW immerhin ernsthaft darüber nachdenkt, bei den Dieselmotoren ebenfalls auch 48 Volt Mild Hybrid Modelle bringen zu wollen. Wäre meiner Meinung nach schon ein richtiger Schritt, allerdings ist diese Info noch nicht offiziell, da man mit aktuellem Stand noch keinen endgültigen Entschluss gefasst hat. Aber sobald es hier was Neues gibt, erfahrt es natürlich hier auf meinem Kanal. Darum lasst gerne ein Abo da und aktiviert auch die Glocke, um in Zukunft keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ungewiss ist auch, ob Volkswagen im Facelift wieder eine Erdgasvariante anbieten wird. Es könnte auch durchaus sein, dass der TGI im Golf 8.5 nicht mehr neu aufgelegt wird.
Darüber hinaus werden wir uns auf eine weitere Änderung beim Facelift des Golf 8 in puncto Getriebe einstellen müssen. Denn Volkswagen fährt auch beim runderneuerten Golf eine DSG-Offensive, sprich es wird den Golf ab Modelljahr 2025 kaum noch mit einem Schaltgetriebe geben. Darüber habe ich euch schon in meinem letzten Video informiert. Wenn ihr dieses Video noch nicht kennt, dann schaut ihr gerne rein, denn da erkläre ich euch auch, warum VW und viele andere Hersteller die Schaltgetriebe aus ihren Fahrzeugen verbannen. Den Link zu diesem Video blende ich euch jetzt oben rechts ein, beziehungsweise findet ihr ihn unten in der Infobox. So, was bedeutet das nun konkret beim neuen Golf? Nun, zunächst einmal, dass es auch den Standard Golf GTI nur noch mit einem DSG geben wird. Golf GTD, GT Club Sport und Golf R waren bei der 8. Generation ja sowieso nur noch mit einem DSG zu haben und jetzt schließt Volkswagen beim Standard GT diese Lücke. Des Weiteren kann der Kahlschlag bei den Schaltgetrieben so weit führen, dass künftig alle TDI-Motoren nur noch mit dem 7-Gang DSG zu bekommen sind und auch die 1,5 Liter TSI auf ein Schaltgetriebe verzichten müssen. Einzig der 3-Zylinder TSI könnte dann noch optional ein Schaltgetriebe bekommen. Außer VW zieht mit voller Härte durch und streicht auch beim kleinen TSI das Schaltgetriebe. Und dann wäre die gesamte Motorenpalette auf einen Schlag das Schaltgetriebe los. Was haltet ihr von diesem Szenario und zu welchem Lager zählt ihr euch? Team Schaltgetriebe oder Team DSG? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Also wenn Volkswagen wirklich so weit geht und den Golf 8.5 nur noch mit DSG anbietet, dann wird wohl auch das neue DSG-Bedienkonzept beim runderneuen Golf Einzug halten, welches der neue Passat und der neue Tiguan bekommen werden. Da wandert dann nämlich der Wahlschalter aus der Mittelkonsole rauf auf die Lenksäule. Das wäre aber schon ein radikaler Schritt für ein Facelift und hat nur dann eine Chance auf Umsetzung, wenn VW tatsächlich kein Schaltgetriebe beim Facelift mehr anbieten wird. Und da die Wolfsburger das Facelift sicher nicht verschenken werden, müssen wir natürlich auch noch kurz über die Preise sprechen, denn die werden, man glaubt es kaum, auch wieder etwas steigen. Ist so. Davon ist auf jeden Fall auszugehen, billiger wird das Facelift sicher nicht werden. Aktuell startet der Golf bei einem Listenpreis von rund 31.100 Euro. Sollte Volkswagen diesen Preis dann aufs Facelift umlegen und dann hochrechnen, dann wird die 32.000 Euro Marke beim Basispreis wohl fallen können. Und nach oben? Und das alles bekam man zum Schnäppchenpreis von 76.410 Euro. Naja, mal schauen, wohin die Reise beim Golf R dann gehen wird.